Leute, Sonnenschein, blauer Himmel. Einen anderen besseren Sonntag kann es doch gar nicht geben. Hi, moin moin. Hi, mein Moin. Geht's heute auf große Heute Tour? geht's auf große Tour. Ja, optimal. Soll ich mich vielleicht anziehen? Vielleicht. Okay. So, ich bin jetzt auch mal endlich fertig. Kamera, Mikrofon, Akkus, Ladegeräte für die GoPro, weil die ja, erfahrungsgemäß nicht lange hält. Eine kleine Powerbank. Und, boah, gut, dass ich das gesagt habe. Was haben wir Die vergessen? Die Speicherkarten hast du mir noch Speicherkarten. erzählt. Die SD-Karten. Eben gerade noch von erzählt, aber nicht eingepackt. Ich sag euch Leute, so ein Etui ist Gold wert. So, und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute geht's mit Sven Richtung Bielefeld. Ein paar Locations angucken, damit das Videomaterial hier mal wieder so ein bisschen aufgefüllt wird bei mir. Das Problem ist immer, dass ich sehr, sehr lange brauche. Hast du gar keine Ahnung? Doch, du hast auch eine Kamera mit, ne? Ja, Genau, Sven heute hat auch habe ich eine sie Kamera aber. mit. Leute, egal wie groß die Tour ist, egal wie spät es ist, egal welchen Wochentag wir haben, Sven denkt immer an das Wichtigste. Heute Sonntag, wir machen eine Eintagestour und der Kofferraum bzw. unsere Körperkiste. Heißt das ganz offiziell eigentlich wirklich Körverkiste? Ich weiß nicht, das. Meine Mutter hat früher mal gesagt, Körverkiste. Nehmen wir Ja. die Körverkiste mit und kommen mit dem Einkaufswagen zu Edeka. Körver ist ein Hersteller. Das ist wahrscheinlich, als Körver. wenn du sagst, eine Tupperbox. Ja, gut, aber Tupper ist ja auch Tupperware, ne? Ja, und das andere ist Körver als Hersteller. Ach so. Ja, auf jeden Fall haben wir hier so eine ganze Kiste. Einmal für die YouTuber, die hier ein bisschen viel reden, zum Beispiel. Bonschen, dann haben wir hier verschiedenste Kaffeetassen bzw. Plastikbecher, Apfelsäfte, keine Ahnung, noch so Holundergetränke und der kleine Luca möchte jetzt ein Eistee. Sieht auch ein bisschen aus wie bei der Autobahnpolizei, ne? Ja. Niemals Becher ganz voll machen im Auto, das ist immer sehr blöd, wenn man dann mal über den Huckel fährt. Wenn wir hier im Norden unterwegs sind, in Sulingen gibt es einen richtig geilen Bäcker, Niemeyer. Tradition seit 1920. Die machen hier frische Brötchen. Und somit habe ich mir heute mal ein Schnitzelbrötchen geholt. So Leute, wir sind jetzt an der ersten Location, beziehungsweise wir waren an der ersten Location. Es ist kein Lost Place, überhaupt kein Lost Place. Sind da mal ein oder zweimal jetzt vorbeigefahren, wurden schon von den Nachbarn einmal komisch angeguckt. Es standen Autos im Carport, zwei Stück. Und wir haben hier noch ein anderes Haus gesehen, was augenscheinlich lost war oder ist. Sind einmal um die Straße gefahren, stehen auch zwei angemeldete Autos und laufen Leute im Garten rum. Also man sollte schon ein bisschen vorsichtig sein, wo man denn reingeht und wo man Haus Friedensbruch macht. Von daher, ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter zu der nächsten Location. Ich habe so eine ganze Liste, die wir heute mal so ein bisschen abfahren werden. Und ich hoffe mal, ich hoffe wirklich, dass wir was drehen können, weil sonst seht ihr den Vlog als einziges Video. Und das wäre ziemlich traurig, weil, ja, sowohl die Lost Place Lust steigt immer wieder, als auch, ja, mein Materialmangel muss so langsam irgendwie gefüllt werden. Leute, kurzer SD-Kartenwechsel. Ich habe heute Morgen in der Dunkelheit, wo ich angefangen habe mit dem Vlog, irgendwie eine 4 GB SD-Karte reingepackt. Sehr unvorteilhaft. Und hier sind wir jetzt gerade bei unseren kleinen Freunden hier. Wo bist du, weich? Na? Mäh. Machst du auch Geräusche? Kumpel?
Du musst dich mal wieder sauber machen, ne? Möchte dich mal wieder sauber machen. Schöne Tiere, guckt euch das an, Leute. Hast du noch nie eine Kamera gesehen, Mäuschen? So, ich hoffe mal, man versteht jetzt überhaupt irgendein kleines Wort von mir. Wir haben hier schon wieder irgendwie die ganze Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Wir sind gerade auf dem Weg zur zweiten Location und haben hier auf der rechten Seite am Wegesrand so einen Zufallsfund gemacht. Scheint irgendwie so eine Art kleiner Bauernhof zu sein, so wie es aussieht. Da vorne ist was offen, sieht ganz nach Bestallung aus. Da vorne ist ein Wohnhaus und ja, hier rauf zu kommen bzw. hier zu gucken, das ist immer so eine Sache. Noch sind wir nicht gesehen worden. Ich würde sagen, ich werfe jetzt einfach mal so einen Blick in die Scheune rein. In der Hoffnung, dass sich das vielleicht noch lohnt für so ein kleines Mittwochs-Lost-Place-Video. Ich weiß es nicht. Noch sind wir nicht gesehen worden. Hier vorne auf jeden Fall schon so ein komplett zugewachsener Eingang. Dieser alte, rostige Briefkasten deiner Seite. Und hier geht es durch so ein kleines Fenster nach drin in die Scheune, beziehungsweise ja, in diesen alten Stall rein hier irgendwie. Mein Name ist Luca und ich kletter gerne in und durch alte Fenster durch. Okay, scheint irgendwie so eine Art Werkstatt gewesen zu sein. Ob wir hier vorne noch einen Keller haben. Tatsache, hier ist ein Keller. Und hier vorne scheint es in Richtung Wohnhaus zu gehen. Gucken wir da mal rein. Alter, das ist ja komplett eingerichtet. Krass. Toilette? Wie war das hier mal? Da scheint es in Richtung Wohnhaus zu gehen. Es ist komplett eingerichtet, Leute. Alter. Okay. Krass. Was man alles so durch Zufall findet. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Und ich denke mal, das könnte eventuell was für ein kleines Mittwochsvideo sein. Mal gucken, ob ich dazu Sven animieren kann, hier mit reinzukommen. Und dann würde ich sagen, geht's sonst gleich weiter. Gerade die Dorf-Sheriffs stehen. Alter, ich sag euch, Urbex in dem kleinen Dorf, ey. Wir sind gerade noch am Eruieren, was wir jetzt machen, ob wir jetzt abhauen. Ich glaube, jetzt kommt schon der nächste hier rein. Freunde, kein Scherz. Hier vorne im Haus steht das halbe Dorf. Es sind 10, 15 Leute. Jetzt kamen eben gerade schon das zweite Mal welche rein, haben uns gefragt, was wir hier machen. Ich bin gespannt, ob das jetzt war oder ob jetzt noch was passiert. Wir haben diese Location gerade gefilmt, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das Video zu diesem Zeitpunkt schon gesehen habt. Ansonsten wird es hier oben jetzt irgendwo in der Infokarte auf dem kleinen i sein. Super, super geil. Also wir vermuten, dass das Ganze schon irgendwie 15, 20 Jahre leer steht. Ja, alles weitere dazu habt oder werdet ihr im Video dann noch sehen. Und es geht jetzt auf jeden Fall weiter, beziehungsweise wir hoffen, es geht weiter, denn ich kann es euch hier gerade nicht zeigen, weil ein Ortsschild hier steht. Aber es ist da so eine Baustelle, keine Wendemöglichkeit, Linienverkehr frei. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Also so eine Frau hat da eben schon gerade einen Poller umgelegt, aber ich glaube, wir fahren mal ran. Wir gucken das einfach mal an, ob wir da durchkommen. So Leute, wir stehen hier nochmal wieder vor einer Location, die wir eigentlich filmen wollten. Allerdings, ja, sehr merkwürdig. Hier vorne sind die Büsche überall geschnitten. Die Dachrinne, ich hoffe mal, man kann es auf der GoPro einigermaßen sehen, sind, ja,
in so Folien eingespannt, als wenn man damit irgendwie die kaputten Regenrinnen überbrücken wollte. Unten ist eine neue Tür eingebaut und ich sag mal, hier im Vorgarten ist auch irgendwie, guck mal, wie gesagt, Büsche geschnitten und hier auf dem Boden, das sieht alles sehr, sehr sauber aus, genauso wie da vorne die Platten. Ja, von daher vermuten wir mal, dass sich das gerade wieder jemand fertig macht. Und was auch sehr komisch ist, an der Klingel hängt ein neues Schild, das kann ich euch ja eh nicht zeigen, weil ich den Namen pixeln müsste. Entweder hat das jemand aufgehangen, um ja, Leute abzuschrecken. Aber es ist ein Schild, was einfach ausgedruckt wurde, links und rechts mit Tesafilm fest ist. Und wenn es jetzt noch nicht geregnet hat, dann hängt das da in meinen Augen vielleicht maximal eine Woche. Und wenn es regnen würde, dann würde es halt direkt abfallen so. Ja, würde ich gerade sagen. Achtung, ich filme jetzt. Ich kann es nur wiederholen, Leute. Das Wetter ist absolut legendär. Guckt euch das an. Richtig schöner blauer Himmel. Und wir sind jetzt hier an so einem kleinen Bauernhof, beziehungsweise an so einem kleinen Gehöft irgendwie. Scheint aber größtenteils tatsächlich schon komplett Torino eingestürzt zu sein. So ein altes Silo hier vorne noch. Ah, wir haben schon die Aufmerksamkeit der Anwohner so ein bisschen auf uns gestürzt. Der guckt übrigens immer noch. Ja, der guckt auch immer noch. Hier ist ein Mann mit Hund spazieren. Ich habe schon gesagt, wir lassen das große Fernsehstudio mal im Auto, die großen Kameras, und nehmen nur mal die GoPro mit. Es sieht auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde. Man will dann ja auch immer ein bisschen was zeigen. Hier wäre zum Beispiel jetzt ein Trampelpfad, wo man wenigstens mal reingucken könnte. Aber Leute, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Ausrede. Es gibt hier vorne einen Geocache, 285 Meter. Der junge Herr, der da steht, der weiß ja nicht, dass wir Lost Place machen. Kann natürlich auch gut sein. Der Typ, der guckt hier einfach wirklich. Sven, der guckt uns immer noch hinterher. Das ist so lustig, es ist so lustig. Einige Leute, was die wohl denken müssen. Wir hatten eben gerade das Thema, wo wir hierher gefahren sind. Ich sage auch, oh guck mal Sven, das sieht hier lost aus. Sven guckt mich an. Ganz normaler Blick, wie Sven, dein ganzer Rücken ist voller Spinnenweben. Ja. Sven guckt mich an und sagt, oh, guck mal, da steht aber ein Auto. Also, wo ich schon überall reingegangen wäre, muss man sich mal überlegen. Wäre teilweise, glaube ich, ziemlich gefährlich. Aber guck mal, hier ist kein Zaun. Ja, wir lassen ihn da hinten einfach mal stehen, den Menschen. Wir machen ja Geocaching, wir machen ja nichts Verbotenes heute. Wir machen ja kein Lost Place. Wir sind heute eigentlich auf Lost Place Tour, weil Luca Material braucht. Wir sind jetzt gerade an einem Geocache, den wir ohne die Zahlenkombination und das Zählen von diesen Münzen nicht rauskriegen. Und Sven wollte das jetzt wirklich alles zählen. Ja. Und Luca hat sich zwischendurch den Zwischenstand nicht gemerkt. Nee, weil Luca gedacht hat, du merkst dir das auch. 95. Okay, 20 Minuten später, vielleicht auch Viertelstunde später oder 10 Minuten später, ich weiß es nicht, sind wir fertig, haben den Geocache gelockt, also alles ausgerechnet und stehen jetzt hier nochmal vor dem Gehöft, Bauernhof, wie auch immer. Also hier im Garten ist auf jeden Fall schon einiges an Mobiliar. Heute habe ich es auch mit meinem Mobiliar, ne? Ja. Das dritte Mal, dass ich das jetzt mittlerweile sage. Hier ist ein Silo, auch schon komplett am Rosten. Also es ist auf jeden Fall offen. Guck mal, VHS-Kassetten hier auf dem Boden. Ein alter Wohnwagen, Reifen, Paletten und Ranz. Oh geil, guck mal, hier ist so ein kleiner Pickup. So Leute, folgendes Problem. Sven hat sich festgefahren mit dem Auto auf einem Weg, den wir dürfen ihn befahren. Ihr anderen Leute auch. Und vorne setzt der Wagen tatsächlich auf. Ja. Ja? Ja, was? Ja, kriegen wir raus. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Eigentlich wollten wir hier so einen richtig schönen Bauernhof filmen, aber die Stadt hat sich gedacht, nö, das lassen wir nicht zu. Und hat das ganze Ding tatsächlich mit so einem, ja was soll das sein, Zaun, sieht fast so aus wie so ein Gitter, wo man Beton dann drauf gießt. Und das auch tatsächlich mit richtig
fetten Schrauben hier festgemacht. Also da reinzukommen, ohne was zu zerstören, was wir natürlich niemals tun würden. Also so viel Spaß, wie ich heute auch gemacht habe, ohne Ironie logischerweise. Sogar das kleine Fenster haben sie zugemacht. Guck mal, Badezimmerfenster. Das ist halt wirklich richtig, richtig fest. Hier richtig fette, dicke Schrauben. Ja, guckt euch das an. Das haben sie richtig, richtig gut dicht gemacht. Okay, vielleicht auch ganz gut, weil, wie man da vorne sehen kann, ist hier schon komplett alles eingestürzt. Vielleicht wirklich ganz gut, sodass sich hier keiner verletzen kann. Man muss ja auch immer dran denken, vielleicht sind irgendwelche kleinen Kinder unterwegs, die sagen, oh cool, hier wohnt ja keiner mehr so ungefähr, gehen dann da rein und verletzen sich dann. Von daher vielleicht auch wirklich eine ganz gute Idee. Und damit geht es dann weiter zur nächsten Location, die auch hier in diesem Umkreis ist. Bist du begeistert vom Weg? Ganz begeistert. Ganz begeistert. Es wird spannend, Leute. Hier ist sogar eine Pforte. Stimmt. Ja, Leute, ein bisschen traurige Angelegenheit. Ich hatte eigentlich wirklich gehofft, dass ich hier für euch ein kleines Video drehen kann, also ein kleines Lost Place Video. Kamera startklar gemacht, SD-Karte gewechselt, hierher gelaufen, das Auto einige Kilometer weiter abgeparkt, weil man nicht hier ganz ranfahren kann. Und jetzt festgestellt, dass dieser wunderschöne Angelverein die Türen geschlossen hat. Das heißt, hier kommen wir heute auf keinen Fall rein. An sich eigentlich eine ganz schöne ruhige Ecke hier, ne? Ist wirklich traurig. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr gerechnet, aber wenn nichts offen ist, ist halt nichts offen. Kann man nichts machen. Und ich glaube tatsächlich, dass das einzige Gebäude ist, was man hier hätte filmen können. Leute, es wird immer schwieriger mit den Lost Places. Es wird immer, immer schwieriger. Jetzt haben natürlich auch wieder andere Leute von Wind gekriegt. Dann wird alles zugemacht. Es ist so traurig. Es ist wirklich so traurig. Es wird immer schwieriger. Ich bin innerlich gerade tatsächlich wirklich so ein bisschen traurig, aber ja, das hat sich hier erledigt. Leider, leider, leider. Die denken wahrscheinlich auch, was schnarcht denn der so, wenn sie dann auf der Höhe sind, ach so ein Opi mit Keks. So, wir fahren jetzt tatsächlich nochmal zu der Location, wo wir eben gerade waren, beziehungsweise so relativ, wann war das? Zur Mittag hin, ne? Ja. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben da den Geocache gemacht und haben doch gesagt, ach, das ist Ranz. Ich werde das nie wieder machen. Dieses, ach, das filmen wir nicht, das ist, was soll man denn hier groß zeigen? Das ist ja nur Chaos, das ist ein Messi-Haus. Werde ich nie wieder machen. Lieber filmen und dann zu Hause entscheiden, ob man es hochlädt oder nicht. Ja, weil die letzten zwei Locations, die wir angefahren haben, beziehungsweise die letzten drei, waren zu Ranz oder, ja, keine Ahnung, hat so ein bisschen traurige Stimmung gemacht, deswegen fahren wir jetzt doch nochmal dahin und filmen das und dann, ja, ist der Tag wahrscheinlich auch schon wieder zu Ende, denn es ist mittlerweile 16.43 Uhr, aber Wetter ist immer noch gut, ne? Ja, und wir müssen ja morgen auch wieder arbeiten, von daher, irgendwann geht's nach Hause. So, wir haben die Location jetzt tatsächlich noch abgedreht. Ich frage mich wirklich, warum wir das vorher nicht gemacht haben, weil, ja, ihr werdet es dann ja auch im Video sehen, in dem Hauptvideo, wenn es schon gekommen ist oder noch nicht gekommen ist, wie auch immer. Ihr habt ja auch die Aufnahmen da vor Ort schon gesehen, hier im Vlog heute Mittag. Dann, macht euch ein eigenes Bild davon. Es war auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Wir sind da eben mit der Drohne nochmal rüber geflogen und sind auch jetzt bei diesem Mal von der anderen Seite rangefahren, sodass die Nachbarn da nicht wieder hellhörig werden. Wieso wollte ich gerade eigentlich spitzkundig sagen? Oder wie heißt das? Spitz gibt es auch irgendwas, ne? Spitzig werden. Nee. Spitzig werden. Sodass die nicht so spitzig werden. Wie spitzt man dann so an im Radiergummi? Die Ohren, ja, so spitzen. Die Ohren so spitzen. Das wollte ich sagen, genau. Ja, und jetzt fahren wir dem Sonnenuntergang entgegen. Das sieht wirklich richtig geil aus. Und das ist eigentlich so das, finde ich, was auf so einer Tour zählt. Der Sonnenuntergang, das erinnert mich immer so ein bisschen an die Tour mit Franzi und Fabi, wo wir da noch ein Bier getrunken haben, das eine Mal. Ja. Weißt du, was noch beim Haus des Graveurs? Das war schon echt geil. Das, was ihr hier vorne sehen könnt, das war mal ein Lost Place. Jetzt kann man es ja sagen, wir sind hier in Bad Essen bei Barkhausen.
Das Ganze heißt irgendwie jetzt Waldquartier und scheint als Restaurant wieder umfunktioniert worden zu sein. Die haben in den Pool da unten wieder Wasser gemacht. Ich glaub's nicht. So dreckig wie der war. Also ich blende euch an dieser Stelle gerne mal ein Bild ein. Krass. Da sieht man wirklich mal, was aus einem Lost Place werden kann. Und das Hotel da oben, wo ihr hier seht, ich hoffe mal, man sieht meinen Finger hier, guck mal in meine Hand. Da scheint auch wieder alles irgendwie als Hotel nachgenutzt worden zu sein. Man hört sogar das Wasser plätschern. Unfassbar, ey. Unfassbar. Und an dieser Stelle möchte ich nicht nur das Video beenden, sondern auch mal ganz, 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 ganz fett Danke sagen an euch alle da draußen, an jeden einzelnen von euch für euren geilen Support in letzter Zeit. Wir sind mittlerweile bei über 8.800 Abonnenten. Ohne euch wäre vieles in dieser Form überhaupt nicht möglich geworden. Habe ich jetzt auch beim Videoschnitt wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das Ganze einfach macht, das Aufnehmen, das Schneiden, die Abenteuer mit euch zu teilen, ja, und auch die Abenteuer an Leute ranzubringen, die vielleicht selber keine Abenteuer erleben können, weil sie vielleicht irgendwie, ja, gehandicapt sind, wie auch immer. Und ja, ein ganz, 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 ganz fettes Dankeschön an jeden einzelnen von euch da draußen. Ihr macht mich jeden Tag wahnsinnig glücklich und ich hoffe, dass wir zusammen viele, viele weitere Meilensteine erreichen können und auch viele, viele weitere Abenteuer erleben können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein kleiner Vlog hinter den Kulissen, mal ein bisschen was anderes. Nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter mit einem nächsten spannenden Lost Place Abenteuer um 18 Uhr. Bis dann, haut rein, bleibt gesund und munter. Ciao.